Herzlich willkommen zum Nachtteil des 24-Stunden-Ölemarathons von Team Enjoy. Wir machen jetzt weiter mit Gary Youngs Protocol for a Great Day, das Protokoll für einen großartigen Tag. Dies ist eine Bonuspräsentation zum Feelings 1 Seminar. Und es enthält die Öle Valor, Highest Potential, Joy und White Angelica. Beginnen wir mit dem Schritt 1 dieses Protokolls, Valor, die Ölmischung, die du aus der Feelings 1 und Feelings 2 Anwendung kennst. Das Öl bestehend aus Schwarzfichte, Kampferholz, Weihrauch, Geranie und blauen Rheinfarn, auch ein entscheidendes Öl für die Raindrop-Technik. Gib dir einen Tropfen Valor auf die Innenseite deines linken Handgelenks. Und jetzt trägst du das aufs rechte Handgelenk auf, sodass sich die Innenseite beider Handgelenke berühren und hältst das für einen Moment oder auch einige Minuten zusammen, um deinen Körper auszubalancieren. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unerwartet, dass einige Momente zusammenhalten, aber wenn du das machst, wirst du spüren, da tut sich etwas. Kannst du noch nicht riechen oder du riechst vielleicht von der Ferne, weil Valor hat ja diesen unvergleichlich würzig so süßen und herben Duft, der dich hält, der dich erdet, der dich energetisiert. Aber hier ist es jetzt am wichtigsten, dass du die Handgelenke aneinander hältst. Die kraftvolle Kombination der Inhaltsstoffe von Valor wirkt kräftigend und erfrischend, beruhigt und gleicht Emotionen aus und steigert gleichzeitig das Gefühl von Stärke, Mut und Selbstwertgefühl. Und wenn du das jetzt einige Minuten so gehalten hast, dann wirst du spüren, jetzt wird es richtig warm an der Stelle, wo sich die Handgelenke berühren. Und wenn es jetzt zum Pulsieren beginnt, wenn du quasi den Pulsschlag in beiden Handgelenken an der Stelle spürst, wo sich die Handgelenke berühren, dann hast du den energetischen Ausgleich erreicht. Und dann hast du eine sehr starke Energie in dir, die dir Mut und Stärke und Tapferkeit schenkt. Dann kannst du die Hände auseinandernehmen, dann kannst du immer noch an deinen Handgelenken riechen und diesen wunderbaren Duft, dieses wunderbare Aroma von Valor genießen. Und sitz jetzt noch 1, 2 Minuten lang aufrecht da und fühle da rein in dieses Gefühl, oder wenn du möchtest, kannst du auch noch mal die Handgelenke zusammentun, um richtig zu spüren, dass dieses Pulsieren kommt und diese innere Wärme kommt. Und wenn du es so lange aushältst, kannst du das auch 5 Minuten, 10 Minuten, ja sogar 15 Minuten lang in dieser Stellung aushalten. Also es ist nicht eigentlich für einen Moment, sondern für einige Minuten, schreiben wir mal, um den optimalen Effekt zu bekommen. Und wenn du jetzt die Handgelenke auseinandergenommen hast, tief atmest, und dann spürst du, wow, wie so ausbalanciert. Du wirst es merken, dass das in alle deine Teile geht, nur durch diesen Energieausgleich über die Handgelenke, so eine innere Kraft, eine innere Hitze bekommst und eine Standhaftigkeit. Und das ist der erste Schritt in Gary's Great Day Protocol oder Gary Youngs Protokoll für einen großartigen Tag. Der zweite Schritt ist Highest Potential. Highest Potential bringt dich deinem höchsten Potenzial nahe. Und das ist der Teil des Rituals,
der von vielen der höchst erfolgreichen Brandpartners Young Livings täglich verwendet wird, weil es dich wirklich in deine Peak-Performance bringt, in deinen Spitzenzustand bringt. Tatsächlich ist aber Highest Potential für sich alleine angewendet jeden Morgen immer noch schwächer wie im Zusammenhang mit Valor, Highest Potential und Joy und White Angelica. Ja, hier eben dann noch einige andere Elemente dazukommen. Also, erster Schritt, in Kraft und Stärke gehen, Mut, Tapferkeit mit Valor. Zweiter Schritt, jetzt bist du gestärkt und jetzt richtest du dich auf dein höchstes Potenzial aus. Wie machst du das? Du nimmst jetzt das Highest Potential Öl und gibst dir einen einzigen Tropfen oberhalb deines Bauchnabels. Aktivieren. 1, 2, 3. Oberhalb deines Bauchnabels. Das ist so die Stelle vom Manipura Chakra, vom Solar Plexus Bereich. Und wenn du die Versuchung hast, das anderswo aufzutragen, verstehe ich das gut. Highest Potential spricht nämlich die drei Gehirne des Menschen an, das Bauchgehirn. Deshalb wird es hier auf oberhalb des Bauchnabels aufgetragen. Aber auch, weil Highest Potential nicht nur das Australian Blue, die Mischung Australian Blue für Bauchwissen, Instinktwissen enthält. Highest Potential enthält auch Jasmin und Ylang Ylang. Und das sind zwei Herzensblumen. Und deshalb kannst du dir das auch auf die Brustmitte, aufs Herzzentrum auftragen. Und Highest Potential enthält die ganze Ölmischung Gathering. Und Gathering ist für geistige Sammlung, für geistige Konzentration, ist für das Kopfgehirn eine ideale Mischung. Und insofern kannst du es dir nicht nur auf dem Bauchnabel, oberhalb des Bauchnabels für dein Bauchgehirn, sondern auch Brustmitte für dein Herzgehirn und auf deine Stirn und deine Schläfen für dein Kopfgehirn auftragen. Wenn du möchtest, noch hinten auf den Nacken, aber das tun wir hinterher sowieso mit White Angelica. Also höchstes Potenzial, Highest Potential. Um das zu aktivieren, hast du in dieser Mischung Australian Blue drinnen, was dein Bauch- oder Darmgehirn aktiviert. Hast du Jasmin und Ylang Ylang drinnen, was dein Herzgehirn aktiviert. Und hast du die ganze Ölmischung Gathering drinnen, die dein Kopfgehirn und deine geistige Sammlung und Fokus aktiviert. Jetzt kannst du das inhalieren, Highest Potential. Und ich empfehle, das 3 bis 5 Minuten lang zu machen, nachdem du vorher diese 3 bis 5-minütige Anwendung mit Valor gemacht hast. Da kannst du richtig ins Meditieren kommen, in die Stille kommen, in den Fokus kommen und du bereitest dich, weil dieses Protokoll macht man nur am Morgen. Es ist, wie gesagt, das Protokoll für einen großartigen Tag. Machst du jeden Morgen mit Highest Potential, mit diesem zweiten Schritt, richtest du dich aus auf deine Peak Performance, auf dein höchstes Potenzial. Diese Mischung macht sich die erhebende und inspirierende Kraft von Blue Cypress. Die blaue Zypresse ist der Hauptbestandteil von Australian Blue für das Darmgehirn. Und anderen reinen ätherischen Öldüften zunutze und hilft dir, die tiefste Version deines inneren Selbstes zu erreichen und zu pflegen. Du merkst, dieser zweite Schritt fügt dem ersten Schritt mit Valor noch einiges hinzu. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt kommt nämlich der dritte Schritt mit Joy. Joy, ursprünglich Love genannt, aber dann in Joy, in Freude umbenannt, ist eine Ölmischung bestehend aus 10 Einzelölen, die in der Hauptsache die Blütenöle des Herzens und Zitrusöle beinhaltet. Unter anderem beinhaltet Joy die Rose, Jasmin, Ylang Ylang und die Geranie. Und deshalb ist auch die Anwendung von Joy folgerichtig, dass du dir 1, 2 Tropfen Joy aus dem Fläschchen nimmst, es aktivierst, 1, 2, 3 rechts drehend
und trägst es dir auf dein spirituelles Herz in Brustmitte und auch auf dein physisches Herz auf der linken Brustseite auf. Zusätzlich kannst du dir Joy auf die Handgelenke auftragen. Hier doppelst du quasi nach dem, was Valor getan hat, und du kannst dir Joy auch auf den Scheitel auftragen. Aber für Gary's Great Day Protocol ist die Auftragung auf Brust und linke Brustseite essentiell, weil hier geht es jetzt darum, die Freude deines Herzens zu stärken, dass du enthusiastisch sein kannst, dass du freudig begeistert sein kannst. Nachdem du zuerst mit Valor in deine Kraft gegangen und in deine Erdung gegangen bist und in deine Ausrichtung gegangen bist, nachdem du dich dann im zweiten Schritt mit Highest Potential auf deine Peak Performance, dein höchstes Potenzial ausgerichtet hast, geht es jetzt im dritten Schritt daran, dass du auch richtig Freude hast, Spaß an der Freude. Du weißt, Enthusiasmus ist das Geheimnis des Erfolges. Enthusiasmus ist das Geheimnis des Erfolges. Und deshalb hier jetzt dieser Schritt mit Joy. Schaffe ein fröhliches und glückliches aromatisches Erlebnis mit dieser aufbauenden Mischung aus reinen ätherischen Ölen wie Rose, Jasmin, Mandarine, Bergamotte und anderen. Du hast es gesehen, hauptsächlich Blütenöle und Zitrusöle. Jetzt dürfte dich so ein Glücksgefühl, ein Gefühl von Heiterkeit und Leichtigkeit und auch Liebe durchströmen. Diesen Schritt circa 3 Minuten lang machen, also Valor 3 bis 5 Minuten lang. Highest Potential 3 bis 5 Minuten lang, Joy 3 Minuten lang oder 2 bis 3 Minuten lang. Und dann geht es zum letzten Schritt in Gary Youngs Great Day Protocol, White Angelica. Und White Angelica besteht ebenso wie Joy aus 10 Einzelölen, hat aber auch ein Trägeröl, Süßmandelöl, und es enthält nicht die Angelika-Wurzel. Der Name verleitet dazu, das zu denken. Aber der Name rührt her von einem Traum, den Gary Young hatte, in dem ihm ein weißer Engel erschien und ihm diese Ölmischung inspirierte. Und deshalb hat er diese Ölmischung dann White Angel, White Angelica genannt, der weiße Engel. Und in diesem Schritt stellst du dir vor, dass alles, was du an diesem Tag tust, gesegnet ist. Dass alles, was du an diesem Tag tust, behütet und beschützt ist. Dass alles, was du an diesem Tag tust, von einem weißen Engel oder von göttlichem weißen Licht behütet und geschützt und geführt wird. Das ist der 4. Schritt von Gary Young's Great Day Protocol. Du merkst, welche wichtigen Elemente da ineinander greifen. Zuerst diese Stärkung und innere Glut, inneres Feuer und Erdung mit Valor, dann auf das eigene höchste Potenzial, die eigene Peak-Performance ausrichten, indem wir die 3 Gehirne, das Darmgehirn, das Herzgehirn und das Kopfgehirn in Zusammenarbeit bringen. Dann mit Joy gehen wir in die Freude, in die Begeisterung, in den Enthusiasmus rein. Und jetzt aber abschließend noch der Segen und der Schutz. Göttliche Segen, der göttliche Schutz. Und das machen wir mit White Angel. Gib einen Tropfen von White Angelica in deine Handflächen und reibe sie aneinander. Die Handflächen. Und jetzt streiche leicht mit den Händen über den Kopf, dem Gesicht, den Schultern, dem Nacken und dem ganzen Körper, um deine Stimmung zu heben und deine Energien zu schützen. Und das kannst du wirklich, das ist dann auch super, um in den Tag reinzugehen, dass du das überall machst, diese Streichbewegungen. Und wirklich ein einziger Tropfen reicht. Du kannst nachher, wenn du den ganzen Körper ausgestrichen hast, auch am Rücken übrigens, ganz wichtig, auch den Rücken und auch die hinteren Oberschenkel und die Kniekehlen, alles ausstreichen und die Fußsohlen ausstreichen. Und dann merkst du allein dieser Teil, dieser 4. und letzte Schritt, gibt dir ein unheimlich lichtes, reines Gefühl von göttlichem Schutz oder eben wie ein weißer Engel.
Wenn du voll heller Energien bist, wenn du voll Reinheit bist, dann ziehst du eben auch Helles an, Reines an. Es gilt das Resonanzprinzip, wir ziehen immer Sachen an, die auf derselben Schwingungsebene sind. Wenn wir also in uns Dunkelheit tragen, ziehen wir auch Dunkelheit von uns an. Und deshalb ist das der vierte Schritt, diese weiße Engelsenergie uns am ganzen Körper aufzutragen, auch im Nacken. Und dann tief zu atmen und zu spüren, deinen ganzen Körper, wie der jetzt mit dieser Energie vom weißen Engel überall bestrichen wurde. Und du wirst merken, du gehst in einem unglaublichen Gefühl in den vor dir liegenden Tag. Die 10 ätherischen Öle von White Angelica, die mit viel Liebe aus Pflanzen aus exotischen Ländern der Welt geerntet werden, ergeben eine einzigartige Mischung, die eine positive Atmosphäre und ein Gefühl der Sicherheit und des Optimismus vermitteln. Und das spürst du auch. Jetzt kannst du es sacken lassen. Jetzt kannst du noch 1-2 Minuten sitzen, inhalieren oder einfach nachspüren oder in deine Stille gehen.